Jetzt bin ich wieder da. Sankt Nikolaus. Denn wie jedes Jahr zur Weihnachtszeit, wenn es draußen stürmt und schneit, komme ich auch in diesem Jahr mit meiner frohen Engelschar. Von hoch im Himmel schaute ich auf Erden, was wohl die Kinder machen werden. Hello, you all here in the house. Now I am here, your old Santa Claus. Like each year in Christmas time, when it's cold, stormy, and snowing outside, I am here with my small angel crowd. From heaven I can look on the earth. What are the children doing? Did they keep their promises they made to me last year? Yet if you really behaved well, I can look up in my red small book here. The most of you behaved very, very well. Especially Connor Miller. Where is Connor Miller? Connor Miller. Hello, Connor. Oh, hi. Connor's a very good boy. He has been going pee and the putty. And no more biting or hitting. Be nice to Elroy and Dama. Wow. Und da ist ein Junge, der heißt Tim Schmidt. Der Tim ist ein sehr hilfsbereiter Junge, der gerne mit seinem Hund spazieren geht und spielt immer gerne mit dem Mäxchen. So heißt der Hund, gell? Ja. Ja. Wie groß ist denn das Mäxchen? So groß. Und er hat sich im letzten Jahr richtig gut in der Schule entwickelt. Das hat St. Nikolaus sehr, sehr gut gefreut. Nur noch ein bisschen mehr lesen üben und dann wird das alles wunderbar. Da ist der Paul und die Emma Schmidt. Paul und Emma Schmidt. Ja. Paul. Klar, Emma, ich habe euch ja gar nicht gleich gesehen. Ihr zwei seid ein tolles Gespann, das euren Eltern richtig große Freude bereitet. Der Paul geht schon in die zweite Klasse, lass mich raten, zu Frau Hoffmann. Richtig? Du, dann sehen wir uns morgen in der Schule. Gell? Freuen wir uns schon drauf, da winken wir uns. Gell? Wir kennen uns ja dann schon. Emma, in welche Gruppe gehst du denn im Kindergarten? In die Mausengruppe, ganz genau. Dann steht hier was ganz Lustiges drin, das ganz, ganz wichtig ist und das müsst ihr euch alle gut merken. Die Emma würde nämlich gerne, wenn sie groß ist, den Jasper heiraten. Ja, das ist schön. Und Mama und Papa sind schon ganz stolz darauf, dass du dir das schon vorgenommen hast und auch dein Zimmer so toll aufräumen kannst. Die Anna und die Luisa. Anna und Luisa. Ja, meine Güte. Zwei ganz, ganz tolle Mädchen. Und prima Geschwister, die so gut zusammen spielen können. Egal, ob ihr drinnen beim Malen oder Basteln seid oder draußen beim Rennen und Radfahren, immer habt ihr viele gute Ideen. Und St. Nikolaus sieht euch bei jedem Wetter den Haselweg runterlaufen, den Korlesbach rauflaufen, bis zum Lidl, zum Kindergarten, überall hin, ob es stürmt oder schneit. Die Caroline und die Kinder sind nie recht weit. Das macht ihr richtig toll. Und die Anna, helfen und teilen, das könnt ihr richtig gut. Und dann macht ihr euren Eltern noch eine große Freude. Und die Anna hat sogar ein Gedicht für den Nikolaus vorbereitet. Stimmt es, Anna? Sagst es mal. Nikolaus.
Ja, hab ich, ganz bestimmt. Und ein Bild habt ihr noch gemalt mit der Farbe, die der Nikolaus euch in die Stiefel getan hat. Ey, stolz, zeig mal, Luisa. Immer nicht. Schauen Sie sich das an. Schaut euch diese schönen Bilder an. Ganz toll. Die hängt sich St. Nikolaus in der Himmelsstube an die Wand. Für den Nikolaus von Anna und Luisa. Vielen, vielen Dank. Oh, Emily Nightingale. Emily Nightingale. There's a really nice present for you. 7 years old. Ja, es ist etwas, das gestern kaputt gegangen ist. Und lass dich einmal überraschen. There will be a big surprise for you. Silas, where's Silas? Oh, Silas must be you. Hello, Silas. Hi. Emily. Silas, I like your voice and your singing so much. And so I've got a very, very fine present for you. Look later. Tim Freiling, wo ist Tim? Tim, morgen, Tim, grüß dich. Dich kenne ich schon, glaube ich. Sind wir uns schon begegnet, lieber Tim? Schon, gell? Und Annika Treiling, sie ist 3, der Tim ist 11. Annika, hallo Annika. Hallo. Und Amalia Treiling, wo ist Amalia ist 3. Gehst du schon in den Kindergarten? Ja. Das ist schön. Und seit April wohnt ihr mit euren Eltern in Kilburg. Herzlich willkommen in Deutschland. Welcome to Germany. Welcome to Kilburg Village. Ihr habt euch schon gut eingelebt. Und auch ansonsten habt ihr das ganze Jahr ganz brav gewesen und euch gut geschickt. Ich hoffe, das geht auch im nächsten Jahr so weiter und ihr Kinder macht den Eltern viel, viel Freude. Und du gehst in Kilburg in den Kindergarten. Und du hilfst auch gern der Mama im Haushalt, habe ich gelesen. Stimmt das? Was machst du denn da am liebsten? Im Haushalt? In der Küche zum Beispiel. Kannst du auch schon kochen? Nee. Kannst du schon backen? Kannst du schon Plätzchen backen? Ich habe es gerochen bis hinauf in die Himmelsstube. Es hat sehr lecker geduftet. Und du gehst gern in den Kindergarten und spielst auch gern mit deinen Freunden, habe ich gelesen. Und manchmal wärst du sogar zickig. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. So ein liebes Mädchen kann gar nicht zickig sein. Das geht überhaupt gar nicht. Aber teilen tust du gern. Ja, gibst auch den anderen etwas ab und das ist sehr, sehr lieb von dir. Und turnen gehst du sehr, sehr gern. Und du bist schon ein super kleines Funken, Mariechen. Stimmt das? Ja. Frau Schmidt, wirklich? Ja. Ja, toll. Und die Lena, du hast für den Nikolaus auch ein Lied vorbereitet. Willst du mir das denn mal vorsingen? Oh ja, sing mal für mich. Mit Emma. Ja, zusammen. Ich zähle bis 4. 1, 2, 3, 4. Nikolaus. Nikolaus, wann kommst du in unser Haus? Wir wollen mit dir feiern, ja. Fein. Sehr schön. Ja, Tim, du hast noch was vorbereitet. Nikolaus, du guter Mann, hast einen schönen Mantel an. Die Knöpfe sind so blank geputzt. Dein weißer Bart ist gut gestutzt. Die Stiefel sind so spiegelblank. Die Zipfelmütze fein und lang. Die Augenbrauen sind so dicht. So lieb und gut ist dein Gesicht. Super schön. Du kannst ja so toll lesen. In der 2. Klasse. Sehr schön. Du kannst
Sams den weiten Weg von dir und noch Hennen gegen Geld. Du weißt, wie alle Kinder sind. Ich glaube, ich war ein braves Kind. Sonst wärst du ja nicht hier. Du kennst nicht zu mir. Du musst dich sicher fragen, den schweren Sack zu tragen. Drum, lieber Nikolaus, pack ihn doch einfach aus. Genau das macht man auch gleich, Paul. Das hast du schön gemacht. Ganz, ganz toll. Nicht nur zum Reden ist St. Nikolaus gekommen, sondern er hat auch sicherlich noch ein paar Gaben für die Kinder mitgenommen. Und ob die nun wirklich auch schon da, schaut jetzt nach, die liebe Engelschar. Kommt ein Haus. Oh, ich hab's gesehen, der ist noch raus. Emily Nightingale. See, this is how you put my attitude.